Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Himmel und der Erde und allem, was dazwischen ist. Und ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Und dass Muhammad sein Gesandter und sein Diener ist, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wir fahren fort mit der Erlaubnis Allahs, des Erhabenen, mit der Erklärung von einem Buch von einem gewaltigen Imam. Der Gelehrte, der dieses Buch geschrieben hat, war Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Und wir haben im letzten Unterricht ein wenig über seine Biografie gesprochen. Und wie er gelernt hat und wo er Dawah gemacht hat und mit wem und was er für Schwierigkeiten auf diesem Weg ertragen musste und durch wen Allah ihm schlussendlich half und unterstützte. Dieser Imam schrieb gewaltige Bücher. Und Sheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah, sagte über ihn, über Muhammad ibn Abd al-Wahhab, فقد هيأ الله في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الله سبحانه وتعالى errüstete diesen Sheikh aus im 12. Jahrhundert nach der Hijra, und zwar Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Er sagte, فقام بدعوة التوحيد في نجد. Er rief zum Tauhid auf in Najd. وكتب الله له النجاح بعد جهاد مرير وطويل. Allah subhanahu wa ta'ala bestimmte für ihn den Erfolg nach einem langen, bitteren Kampf. فألف المؤلفات. So verfasste er die Werke. وجاهد المشركين حتى دخلوا في دين الله وعادوا إلى رحابه فوحدوا. Er verfasste die Bücher, die Werke und kämpfte gegen die Götzendiener, gegen die Mushrikin, bis sie wieder zur Religion Allahs zurückkehrten und in sie eintraten, worauf sie Allah alleine anbeteten. Der Sheikh, Sheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah, sagt, وَمِنْ ضِمْنِ مُؤَلَّفَاتِهِ وَأَعْظَمِهَا نَفْعًا. Yani von seinen Werken, die am nützlichsten sind, الثلاثة الأصول وكتاب التوحيد وكشف الشبهات والقواعد الأربعة. Der Sheikh sagte, von den nützlichsten Werken von Muhammad ibn Abd al-Wahhab sind die drei fundamentalen Grundlagen, الثلاثة الأصول und كتاب التوحيد, das Buch des Tauhid, und Kashf al-Shubuhat, was übersetzt heißt die Offenlegung der Scheinargumente, und al-Qawa'id al-Arba'a, welches dieses Buch ist. Von den nützlichsten Büchern. Um was geht es in diesem Buch? Al-Qawa'id al-Arba'a.
Geht es in diesem Buch um Fiqh, um Tafsir, um Hadith, um Aqidah? Um was geht es in diesem Buch? Sheikh bin Baz, rahimahullah, sagte, فهذه القواعد الأربعة نبه عليها المؤلف رحمه الله وهي قواعد مهمة. Der Sheikh, Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah, sagte, der Muallif, yani der Autor, machte auf diese vier Grundlagen aufmerksam. Und es sind wichtige Grundlagen. قال فمن عقلها فمن عقلها وفهمها جيدا فهم دين المشركين وفهم دين المسلمين. Sheikh bin Baz sagte, wer diese Grundlagen erfasst und versteht, der, wer sie gut erfasst und gut versteht, der versteht die Religion der Mushrikin. Der versteht die Religion der Götzendiener. Und versteht die Religion der Muslime. Das heißt, hier geht es um was? Um die Aqida. Sheikh bin Baz sagte, وَأَغْلَبُ الْخَلْقُ لَا يَفْهَمُ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ. Die meisten Geschöpfe verstehen diese Grundlage nicht. Was ist das Resultat davon, dass sie diese Grundlage nicht verstehen? قال وَلِهَذَا إِلْتَبَسَتْ عَلَيْهِمُ الْأُمُورُ. Deshalb haben sich die Angelegenheiten vermischt. Für die Leute, die diese Regeln nicht verstehen und nicht kennen. فَعَبَدُوا الْقُبُورُ وَأَصْحَابَ الْقُبُورُ وَالْأَوْلِيَاءُ وَالْأَشْجَارُ وَالْأَحْجَارُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Was war das Resultat, dass die Angelegenheiten sich vermischt haben bei diesen Leuten? Er sagte, so dienten sie, so beteten sie Gräber an und die Vergrabenen und die Allah nahegestellten Diener und die Bäume und die Steine neben Allah, beteten sie diese an. Und obwohl sie so einen gewaltigen Fehler gemacht haben, wegen ihrer Unwissenheit und weil sich die Angelegenheiten vermischt haben, denken sie etwa, dass sie auf dem Falschen sind? Nein. Sheikh bin Baz sagte, وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ. Sie begehen Götzendienst, beten neben Allah Dinge an, die weder nützen noch schaden. Und sie meinen, gleichzeitig auf etwas zu sein. Was ist der Grund? قَالَ لِجَهْلِهِمْ بِحَقِيقَةِ التَّوْحِيدِ وَحَقِيقَةِ الشِّرْكِ. Was ist der Grund? Wegen ihrer Unwissenheit über die Wirklichkeit des Tauhids und die Wirklichkeit des Schirks. Das heißt, wenn man unwissend ist über wichtige Grundlagen in der Religion, was passiert dann? Man hat keine Orientierung mehr. Man weiß nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Wenn das der Zustand ist von jemandem,
Was macht Shaitan mit ihm? Zieht er ihn zum Richtigen? Nein. Er zieht ihn zum Falschen. Worauf diese Person das Falsche begeht und die falschen Taten verrichtet, während er meint, auf der Wahrheit zu sein. Und das deutet darauf hin, wie wichtig es ist und wie notwendig es ist, diese Grundlagen zu lernen. Nicht nur diese, jede und alle wichtigen Grundlagen in der Religion. Was heißt Al-Qawa'id? Was heißt dieses Wort überhaupt? Sheikh Fawzan sagte, Hafidahullah, auf Arabisch, das Wort Al-Qawa'id, Jam'u Qa'ida. Qawa'id ist die Mehrzahl von Qa'ida. Und Qa'ida, mit dem meinen wir nicht Al-Qa'ida, die Irregegangenen, diese abgekommene Sekte von den Leuten von Bin Laden und Ayman al-Zawahiri und wie sie alle heißen, die unschuldigen Leute töten und die Religion nicht verstanden haben und sich die Texte vom Koran und der Sunna so zusammenbasteln, wie sie es wollen. Doch sie sind im Irrgang und in der Dunkelheit. Und sie haben nichts mit der Wahrheit und der Salafia zu tun. Al-Qawa'id jam'u Qa'ida. Und Al-Qa'ida hiya al-aslu alladhi yatafarra'u anhu masa'ilu kathira. Au furu' kathira. Das Wort Qa'ida ist im Arabischen die Grundlage, von der sich viele Themen abzweigen oder aus der viele Themen entspringen. Das heißt, Al-Qawa'id al-Arba'a sind vier Grundlagen. Was beinhaltet dieses Buch Al-Qawa'id al-Arba'a? Sheikh al-Fawzan sagte, وَمَضْمُونُ هَذِهِ الْقَوَاعِدُ الْأَرْبَعَةِ التي ذكرها الشيخ رحمه الله معرفة التوحيد ومعرفة الشرك. Der Inhalt dieser vier Grundlagen, die der Sheikh erwähnt hat, ist die Kenntnis des Tawhid und die Kenntnis des Schirks. وما هي القاعدة في التوحيد وما هي القاعدة في الشرك. Der Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab in diesem Buch sagt er uns, was die Grundlage des Tawhids ist und was die Grundlage des Schirks ist. Warum macht der Sheikh das? Sheikh Al-Fawzan sagt, لأن كثيرا من الناس يتخبطون في هذه الأمرين يتخبطون في معنى التوحيد ما هو ويتخبطون في معنى الشرك كل يفسرهما على حسب هوى. Der Sheikh sagte, hafidhahullah, Sheikh al-Fawzan, der Grund, warum Muhammad ibn Abdul Wahhab, dieser Imam, diese Grundlagen erklärte und verdeutlichte, die Grundlagen des Tawhid und des Schirk, ist, weil viele Leute bezüglich diesen zwei Angelegenheiten umherirren. Sie irren umher bezüglich der Bedeutung des Tawhid, was der Tawhid überhaupt ist, und bezüglich der Bedeutung des Schirks.
Er sagte, jeder erklärt diese zwei Dinge gemäß seinen Neigungen. Doch was ist unsere Pflicht, wenn wir Grundlagen bestimmen oder aufstellen? Wie muss das geschehen? Der Scheich sagt, وَلَكِنْ الْوَاجِبُ أَنَّنَا نَرْجِعُ فِي تَقْعِيدِنَا إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ يعني ليس إلى الهوى. إلى الكتاب والسنة ليكون هذا التقعيد تقعيدا صحيحا سليما مأخوذا من كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا سيما في هذين الأمرين العظيمين التوحيد والشرك. Der Sheikh sagte, حفظه الله, es ist Pflicht, dass wir in der Bestimmung der Grundlagen zum Koran und der Sunna zurückkehren. Auf dass die Bestimmung dieser Grundlagen korrekt ist. Entnommen aus dem Koran, aus dem Buche Allahs und aus der Sunna seines Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Speziell wenn es sich um diese zwei gewaltigen Angelegenheiten handelt, der Tauhid und der Schirk. Da hat der Scheich Muhammad ibn Abdul Wahhab das gemacht, oder kam er mit diesen Regeln von sich selbst aus seiner Tasche? Scheich al-Fawzan sagt, وَالشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهِ لَمْ يَذْكُرْ هَذِهِ الْقَوَاعِدَ من عنده أو من فكره كما يفعل ذلك كثير من المتخبطين. Der Sheikh, حفظه الله, Sheikh al-Fawzan, sagte, der Sheikh, er meint Muhammad ibn Abdul Wahhab, hat diese Grundlagen nicht von sich selbst erwähnt oder von seiner Meinung, so wie es viele machen, die umherirren. قال وإنما أخذ هذه القواعد من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته. Der Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, er entnahm diese Grundlagen aus dem Buche Allahs und aus der Sunna des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und aus seiner Biografie. Der Sheikh al-Fawzan sagt weiter, فَإِذَا عَرَفْتَ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ وَفَهِمْتَهَا سَهُلَ عَلَيْكَ بَعْدَ ذَلِكَ مَعْرِفَةُ التَّوْحِيدِ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رُسُلَهُ وأنزل به كتبه ومعرفة الشرك الذي حذر الله منه وبين خطره وضرره في الدنيا والآخرة. Der Sheikh, Sheikh al-Fawzan, sagte, wenn du diese Regeln dann kennst und verstanden hast, danach wird dir die Kenntnis über den Tauhid und über den Schirk einfach gemacht, yani vereinfacht. Den Tauhid, mit dem Allah seine Gesandten geschickt hat und mit dem Allah seine Bücher herabgesandt hat. Und der Schirk, vor dem Allah gewarnt hat, und dessen Gefahren und Schaden und Gefahren und Schäden im Diesseits und im Jenseits klargestellt hat. Wieso ist das so wichtig?
Wieso ist das so wichtig für uns? Sheikh Al-Fawzan sagte, وَهَذَا أَمْرٌ مُهِمٌ جِدًّا وَهُوَ أَلْزَمُ عَلَيْكَ مِنْ مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْعِبَادَاتِ وَسَائِرِ الْأُمُورِ الدِّينِيَةِ. Der Sheikh sagte, und dies ist sehr wichtig, yani die Kenntnis über den Tawhid und die Kenntnis über den Schirk, dies ist sehr wichtig. Und es ist zwingender für dich, diese Dinge zu kennen und darüber Bescheid zu wissen, als die Kenntnis über die Regeln des Gebets und der Zakat und den gottesdienstlichen Handlungen und allen Angelegenheiten der Religion. Warum? Er sagte, لأن هذا هو الأمر الأولي والأساس لأن الصلاة والزكاة والحج وغيرها من العبادات لا تصح إذا لم تبنى على أصل العقيدة الصحيحة وهي التوحيد الخالص لله عز وجل. Der Sheikh sagt, denn diese Sache ist die erste Angelegenheit und die Grundlage, das Fundament. Denn das Gebet und die Zakat und der Hajj und andere Taten der Anbetung sind nicht gültig, wenn sie nicht auf der Grundlage der korrekten Aqida aufgebaut sind. Und sie ist der aufrichtige Tauhid gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Darum ist es so wichtig, dass wir den Tauhid lernen und den Schirk lernen. Denn der Schirk macht die Taten zunichte. Wie ist es mit Leuten, die beten und fasten und Hadsch verrichten, doch sie begehen Schirk, sodass ihre Taten nicht angenommen werden? Wir mühen uns ab, unser ganzes Leben, und wir gehen Gefahr, dass nichts davon angenommen wird. Somit erkennen wir die Wichtigkeit des Tauhids. Die Wichtigkeit über das Erlernen des Tauhids und des Schirks. Auf dass unsere Taten angenommen werden und gültig sind bei Allah subhanahu wa ta'ala. Kommen wir nun zu dem Text, den Muhammad ibn Abd al-Wahhab verfasst hat. Der Sheikh sagte, rahimahullah, أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. Der Sheikh sagte, ich bitte Allah, den Großzügigen, den Herrn des gewaltigen Thrones, dass er dich in der Dunya und im Akhira beschützt. Der Sheikh, rahimahullah, hat dieses Buch damit begonnen, für uns Dua zu machen. Für jeden, der das liest und für jeden, dem das vorgelesen wird, macht der Sheikh Dua. Und das zeigt,
dass er das Gute für die Menschen will. Er bittet Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns beschützt im Diesseits so wie im Jenseits. Mit diesem Satz hat Muhammad ibn Abdul Wahhab dieses kleine Buch angefangen. Und mit der Erklärung dieses Satzes und mit der Ergänzung der Einleitung von Muhammad ibn Abdul Wahhab fahren wir inshallah im nächsten Unterricht fort. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.